Also, dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Video. Das ist nämlich hier ein Video von Geldgarten, dem YouTube-Kanal. Krise an der Börse, was tun mit ETF-Portfolio bei Krieg, Inflation und hohen Ölpreisen? Habe ich auch von euch aus der Community bekommen. Werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Bin ich super gespannt. In diesem Video teile ich mit euch meine Gedanken zu der Situation jetzt gerade an der Börse. Also in der, ich glaube, jetzt dritten oder vierten Woche des Ukraine-Krieges. Und wie ich als passive, langfristige Anlegerin in ETFs mich in diesem Moment verhalte. Mein Name ist Mareile und hier im Geldgarten geht es um alles rund um das Thema finanzielle Freiheit. Und heute ganz konkret darum, was tun, wie eben jetzt gerade verhalten, wo es auf den Börsen ein bisschen hoch und runter geht, dadurch, dass eben Putin in die Ukraine eingefallen ist. Ich hoffe, in diesem Video auf jeden Fall beruhigende Worte zu geben. Es geht in diesem Moment wirklich darum, ein bisschen Abstand zu kriegen und auch Ruhe zu bewahren. Und das ist auch direkt mein allererster Tipp, nämlich Ruhe bewahren. Besonders eben, wenn du einer Strategie folgst, so wie der meinen, nämlich über plus 30 Jahre an den Aktienmärkten mit ETFs. Ich finde super gut, das wird einer der wichtigsten Tipps, nicht im Panik verfallen, Ruhe bewahren. Ich meine, wenn ihr euch mal so überlegt, wenn ihr auch mal vielleicht auch im Umfeld gesprochen, ich habe so viele Leute gehabt, die haben auch vor ein paar Wochen, vor einem Monat, vor zwei Monaten alles verkauft oder einen Großteil verkauft, sagen, ja, ich steige, wenn es noch günstiger geht, rein. Und das Problem ist, es ist so volatil, manchmal wieder geht's rauf, runter, manchmal gewisse Aktien haben gefühlt All-Time High, andere Aktien All-Time Low. Also super schwierig, timing the market, lieber time in the market, meine Lieben. Ja, das ist schon wichtig. Investiert sein, dann weiß ich eigentlich schon mit meiner Strategie, dass ich 30 Jahre geinvestiert sein werde, dass da die ein oder andere Krise halt zwischendurch kommen wird. Und so eine Investition in den globalen Aktienmarkt ist halt einfach Jojo. Also es geht hoch und runter, aber halt während man mit dem Jojo spielt, gleichzeitig auch eine Treppe hinaufsteigen. Also das sozusagen, zumindest in der Theorie, das nächste Hoch wahrscheinlich immer noch höher sein wird als jetzt das Hoch vor dieser Krise, sodass es langfristig eben einfach bergauf geht. Das zeige ich euch jetzt mal ganz konkret. Wir schauen uns einmal in meinem Depot an, wie es da jetzt ausschaut und dann zoomen wir einmal kurz ein bisschen raus. Also los geht es hier bei mir im Comdirect, da liegt etwa ein Drittel meines investierten Geldes und habe hier mein Depot. Und diese Zahlen zeigen uns jetzt erstmal nichts, weil sie halt wirklich über den ganzen Zeitraum, dass ich hier schon investiert bin, sprechen. Aber ihr seht hier hinten für jede meiner einzelnen Positionen, wie die Rendite ist über den letzten Monat, über die letzten 3 Monate, über die letzten 6 Monate, aber auch über die letzten 5 Jahre. Und da seht ihr, dass halt eine ganze Reihe davon gerade negativ stehen. Keine 10%, aber schon eben negativ stehen. Zum Beispiel jetzt eben wirklich innerhalb des letzten. Also wenn ich mir mal so das Portfolio angucke, sie hat einen MSCI World ETF, sie hat einen Emerging Market ETF, dann hat sie noch Healthcare, World Healthcare, MSCI World Healthcare ist es, glaube ich, dann hat sie noch ein Stocks Europe 600, dann ein Como EX, den, da wüsste ich jetzt nicht, Commodities, excluding Agriculture wahrscheinlich, dann die ETFs kenne ich jetzt auch überhaupt gar nicht. Also sie hat jetzt einfach im Prinzip zwei, die bekannten, da hat sie wirklich einen Großteil in den MSCI World reingepackt und Emerging Markets, das sind so die zwei Haupt-ETFs, wenn ich das so richtig sehe. Und dann hat sie noch vieles verteilt, eben über 5 weitere ETFs und hat insgesamt 7 ETFs. Prozent einbrechen ist halt auch absolut vorhersehbar, aber ihr seht, wenn wir ein bisschen halt weiter auszoomen, 5 Jahre, okay, ist der kleine Drop jetzt am Ende eben wirklich nur noch ein kleiner Drop. Und wir können halt eben auch noch weiter gucken und hier maximal den Zeitraum seit 2009 aufrufen. So, wenn du so wie ich erst in den letzten Jahren angefangen hast, an der Börse zu investieren, dann kennst du vielleicht gar nichts anderes als eben so einen doch sehr steilen Trend nach oben und vielleicht dann eben die Corona-Krise, die aber in halt wirklich unglaublich schneller Zeit zu Ende geht, ging, also wieder aufgeholt wurde sozusagen. Da ist nicht viel Jojo drin jetzt gerade, aber das sind jetzt die letzten 50 Jahre mit dem MSCI World.
da ist ein bisschen mehr Juju drin, einfach weil da die Krisen in 2008, 2009, da war ich 16, das ist auch in ferner Erinnerung, da habe ich mich nicht aktiv mit den Finanzmärkten beschäftigt und der Krise rund um 2000 mit dabei sind, ne? Man muss aber auch sagen, in der Realität ist es ja so, dass du auch nachkaufst, wenn die Kurse niedrig sind, weil du eh Dollar-Cost-Averaging betreibst, weil du eh jeden Monat investierst, weil das halt einfach ja, dein Gehalt das nicht anders möglich macht. Du investierst halt auch jeden Monat. Du bist dann in der Realität schon viel schneller wieder im Plus, wenn wir die Rebound-Bewegung haben und deutlich höher als das hier ist, weil hier geht es ja um ein Initialinvestment am Anfang der Periode und wie sich das entwickelt und nicht, wenn du jetzt hier noch währenddem das einige Jahre Bärenmarkt herrscht und alles nach unten sich bewegt, du da halt regelmäßig auch nochmal jeden Monat nachkaufst mit deinem Gehalt und dann, wenn der ganze Markt reboundet einige Jahre später und eine neue Rallye oder einen neuen Bullenmarkt gibt über mehrere Jahre, wo sich dann diese tiefen Einstandskurse nochmal gut ja, zeigen und deshalb du dann die nochmal eine deutlich höhere absolute Performance hast auf dein eigenes Portfolio. Und da möchte ich zwei Sachen sagen. Auf der einen Seite, hey, bewahr Ruhe, weil es ist noch gar nicht so viel passiert. Es ist wirklich erst nur um 10% angebrochen. Die richtigen Krisen sind dann irgendwo ab -20%, -50%. Aber auch gleichzeitig, wenn es sich weiterhin so entwickelt, es weiter abstürzt, weiter nach unten geht, auch da die Ruhe zu bewahren und zu sagen, hey, mein Anlagehorizont ist halt, naja, vielleicht nicht 50 Jahre, so wie hier, aber doch schon vielleicht 20 oder 30 Jahre. Und da ist es halt schlussendlich nur noch ein kleiner Schluck auf. Bei Just ETF haben sie jetzt auch nochmal dargestellt, sozusagen seit Jahresanfang steht keiner der großen ETFs, in die du vielleicht investiert bist, in die ich investiert bin, in meinem Fall diese beiden, bei mehr als 10% im Minus. Nächster Punkt, den ich dir an die Hand geben möchte, den ich dir nochmal klar in Erinnerung rufen möchte, ist der, dass die Aktienmärkte effizient sind, darin eigentlich den Preis für diese ETFs, die du vielleicht hältst, zu bestimmen. In dem Sinne, als dass alle Informationen, die verfügbar ist öffentlich, eigentlich schon eingepreist sind. Das heißt, in den gegenwärtigen Handelspreisen deiner ETFs, für die du sie kaufen oder verkaufen kannst, ist im Preis schon mit eingeplant, mit einberechnet, die ganze, das mögliche Hoch, das mögliche Ab in den nächsten Monaten. Das heißt also nicht nur, weil jetzt Krieg ist, dass du deine ETFs auf jeden Fall loswerden möchtest. In dem Moment, wo du sie verkaufst, gibt es irgendwo in der Welt auch jemanden, der sie von dir kauft und eben auch das Potenzial, die Hoffnung sieht, dass diese Märkte auch wieder steigen. Also ob die Markteffizienztheorie, also das wohlgemerkte Theorie, wirklich richtig ist, lässt sich darüber streiten. An der Börse in meinen Augen wird einfach die Zukunft gehandelt. Es muss nicht unbedingt eine informationsbasierte Zukunft sein. Es kann auch eine sehr emotionale Zukunft sein. Also ob Märkte nun wirklich effizient sind. Ich bin nicht ganz überzeugt von der Theorie zu 100%. Es ist jetzt auch nicht, es ist eine Theorie. Es ist jetzt nicht ein Fakt oder ich sage jetzt mal ein physikalisches Gesetz, dass die Märkte an der Börse effizient sind. Das finde ich eher schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Märkte effizient, zu 100% effizient sind. Ich glaube, es gibt auch Ineffizienzen an Märkten, die durch eben Angebot, Nachfrage oder eben verschiedene andere äußere Faktoren durchaus beeinflusst werden können. Du weißt es halt einfach nicht. Es ist unmöglich für dich jetzt eigentlich verlässlich zu sagen, ha, jetzt weiß ich, dass die Krise noch bestimmt 3, 4 Wochen weitergeht, darum verkaufe ich jetzt und kaufe ich in 4 Wochen. Du hast damit einfach nur, wenn du sowas machen würdest, halt eine große Chance, dass du eben die Aufholung, also die positiven Teile, das ist aber korrekt, hochgeht, verpasst und am Ende schlussendlich nur Verluste realisierst, eben indem du verkauft hast. Und Kriege bedeuten eben auch nicht, dass plötzlich die Aktienmärkte nicht mehr funktionieren oder dass das keine sinnvolle Anlage mehr ist. Also auch in der Vergangenheit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, hat natürlich für sehr viel Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt. Aber auch da hätte eine Strategie, eine ETF, passive Anlagestrategie in ETFs über, ne, 30 Jahre funktioniert. Und auch hey, Hiko. Ein Krieg hätte sozusagen da nicht dafür gesorgt, dass deine Strategie nicht mehr funktioniert hätte. Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich auch schon bekommen habe von Freunden, ob jetzt ein guter Moment sei, ob jetzt ein schlechter Moment sei. Und wie eben gerade gesagt, alles
guter Moment, schlechter Moment, mögliche Szenarien für die Zukunft sind halt schon eingepreist in den ETF-Preisen. Und keiner kann dir vorhersagen, wie lange diese Krise noch geht, wie lange jetzt sich Sachen vielleicht eben durch Verknappung von Ressourcen, durch Verteuerung von Produkten sozusagen, sich das noch weiter nach unten schraubt. Oder ich bin schon so der Meinung, dass das allgemein, also der Markt, abhängig davon ist, wie die einzelnen Akteure oder auch Großinvestoren, institutionelle Anleger oder auch private Anleger reagieren. Je ängstlicher die allgemeinen Anleger sind oder auch der Fear and Greed Index, umso volatiler ist der Markt, umso mehr kann es auch gegen unten sich bewegen. Markteffizienz bin ich tatsächlich nicht 100% überzeugt von. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich auch aus anderen Geschäftsbereichen komme und es immer überall gewisse Ineffizienzen gibt und diese ausgenutzt werden können, wenn man weiß, was man macht. Jetzt nicht irgendwie illegal oder so, sondern einfach, dass man bestimmte Dinge macht, um solche Ineffizienzen für sich zu nutzen. Und ja. Eben nicht. Und wenn du jetzt sozusagen zum Beispiel in der Situation bist, dass du gerade tatsächlich auch wirklich Geld an der Seite hast, dass du vielleicht überlegt hast zu investieren, wo du jetzt unsicher bist, ob jetzt ein guter Moment ist oder nicht, dann ist es raten, ob jetzt die beste Idee ist, in Anführungszeichen, jetzt alles zu investieren oder es eben sich aufzuteilen in mehrere Tranchen. Keiner kann dir bei dieser Entscheidung helfen. Beides ist okay. Ob du jetzt eben sagst, ich investiere jetzt alles auf einmal, solltest du in der Position sein. Ganz allgemein statistisch gesehen, ohne jetzt unsere Psyche mit dabei betrachtet, stehst du aber relativ oft auch einfach besser da, wenn du länger investiert bist und sozusagen mehr auch Aufholtage mitnehmen kannst, sodass auch auf jeden Fall die Idee, jetzt all in zu gehen, in Anführungszeichen, mit Geldern, die du investieren wolltest, zur Seite gelegt hast für diesen Zweck, zu investieren. Geht auch. Wie gesagt, kann dir keiner abnehmen, ist aber auch wirklich, ehrlich gesagt, mit Blick auf eine Anlagestrategie von 30 Jahren zweitrangig. Für eine Strategie mit Blick auf 30 Jahren ist es aber wiederum wichtig, dass du loslegst, sozusagen. Also lass dich auf jeden Fall jetzt nicht von diesem Krieg irgendwie verschrecken und das Thema irgendwie über ein, zwei Jahre irgendwie komplett fallen lassen. Und wenn also ich würde jetzt so persönlich sagen, es kommt drauf an, in der Regel, ich sage jetzt auch offen und ehrlich eine Meinung, das ist immer so, ich finde das immer, ist jetzt ein allgemeiner Kritikpunkt, mich stört immer, wenn eine, egal ob jetzt das Video ist oder ein anderes Video oder auch in einem Gespräch, mich stört immer, wenn Leute keine Meinung haben. Also ich rede jetzt nicht von Themen, wo ich keine Ahnung habe. Dort kann ich keine Meinung haben, weil ich keine Ahnung habe. Aber ich rede von Themen, wo man sich beschäftigt und sich auch damit auseinandersetzt. Wenn man da in diesen Themenbereichen keine Meinung hat, das stört mich echt. Ich weiß nicht. Das ist einfach, das nervt mich einfach. Also nichts gegen die Person an sich, aber das nervt mich einfach, wenn man keine Meinung hat. Und sie hat jetzt hier mehr oder weniger eigentlich keine Präferenz, keine Meinung kundgetan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz klar eine Meinung. Also statistisch gesehen und studienmäßig klar, all in und direkt alles investieren. Wenn du 50.000 Euro hast, dann investiere 50.000 Euro sofort. Das ist statistisch gesehen besser. Für mich aber persönlich meine Meinung realistisch gesehen für eine menschliche Situation in einer realen Situation, nicht in einer fiktiven Studie auf einem Stück Papier in einer Statistik, die und glaube eh keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ist es so, dass in der Realität, wenn du 50.000 hast, das in Tranchen investieren, zum Beispiel über 12 Monate hinweg, jeweils jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, 4.000 oder so reinballern, ist einfach deutlich, deutlich besser für die Person, weil sie sich langsam rantasten kann, noch nie investiert hat, nach und nach Erfahrung sammeln kann, auch mehr Erfahrung sammeln kann, weil mehr Transaktionen stattfinden. Man zahlt zwar ein bisschen mehr durch die Gebühren und Co., aber trotzdem ist das in der Realität für die meisten da draußen wahrscheinlich die beste Variante. Und ganz ehrlich, ich kenne sehr wenige Leute, die, wenn sie noch nie investiert haben, eine größere Summe haben, direkt all-in gehen von Anfang an. Die meisten, die ich kenne, machen das in kleineren Tranchen tatsächlich. Und tasten sich da langsam ran und das ist halt so meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr jetzt da mehr tranchenmäßig tendieren würdet oder all-in direkt am Anfang. Ich bin definitiv auf der Seite der Tranchen. Wenn du schon investiert bist, dann auch wirklich an einer Strategie
festhalten, jetzt stur dran glauben und nicht plötzlich anfangen, irgendwie die Entwicklungsländer-ETFs rauszuschmeißen oder aufzuhören, deinen Sparplan auszuführen, sondern einfach dranbleiben und auch durch solche Krisen hindurch investieren. Obendrein, dein Notgroschen, es ist echt hilfreich, wenn der jetzt gut gefüllt ist. Also dir da nochmal wirklich nachdenken, okay, ist der A, aufgeladen, B, muss ich ihn vielleicht ein bisschen größer machen? Wenn wir jetzt wirklich in eine Zeit laufen, wo, keine Ahnung, sich irgendwie die Benzinpreise verdoppeln und vielleicht daraus resultierend eben auch die Kosten für ganz viele Lebensmittel und Konsumgüter, ist vielleicht ein etwas zu großer Notgroschen vielleicht sinnvoller als ein zu kleiner. Und auf jeden Fall nicht deinen Notgroschen antasten von wegen, ah, jetzt ist ja eine super gute Sekunde, um zu investieren. Nee, auf jeden Fall schön sauber auf der Seite liegen lassen. Auch hier grundsätzlich, ja, also man müsste die Notgroschen mindestens der Inflationsrate angleichen. Das haben wir auch beim letzten Dividendienstag uns gemeinsam angeschaut mit dem lieben Johannes. Ich bin sogar heutzutage der Meinung, also bei 7,3% finde ich es schon teilweise fast grob fahrlässig, einen riesigen Notgroschen zu haben. Sofern, also sobald man ein bestimmtes Vermögen erreicht hat, nehmen wir jetzt mal an, du hast 50.000 in Aktien investiert oder 50.000 insgesamt in Aktien, Gold und Co., oder auch 100.000. Einfach ab einem bestimmten Vermögensgrad finde ich schon fast grob fahrlässig, für dein Vermögen einen zu hohen Notgroschen zu haben, wenn er nicht eine andere Begründung hat oder diese Cash-Reserve. Weil bei 7,3% Inflation, das ist einfach zu heftig, zu wild. Da ist es sogar wesentlich kostengünstiger und auch rational gesehen intelligenter, dann im Worst-Case-Fall zum Beispiel einen Kredit sogar allenfalls oder ein Dispo kurzfristig aufzunehmen, den man dann versucht, relativ schnell zurückzubezahlen oder andere Dinge. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie Schulden oder so verherrlichen, aber ich will schon realistisch bleiben. Und es ist halt realistisch gesehen so, dass wenn aktuell die Zinsen immer noch verhältnismäßig eher niedriger sind und gleichzeitig die Inflation so hoch ist, da würde ich sogar gegen argumentieren, wenn du einen sehr großen Notgroschen hast, macht es sogar eher Sinn, diesen zu verkleinern und im Worst-Case-Szenario dann halt auf Dispo oder einen Kredit zu nehmen. Nur, und das ist jetzt nochmal kurz als Disclaimer, dass das klar ist, nur wenn man bereits schon ein entsprechendes Vermögen hat. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, wenn er bei Null startet und jetzt nur den Notgroschen aufbaut, zu sagen, ja, investiert den ganzen Notgroschen und dann ist der Notgroschen halt der Dispo. Nein, so meine ich das nicht, aber ich nehme jetzt als Beispiel jemand, der 100.000 in Aktien hat und dann vielleicht noch 10.000 in Gold, also ungefähr etwas mehr als 100.000 an Vermögenswerte hat, der kann durchaus jetzt zum Beispiel, wenn er eine Notgroschen hat, den etwas verkleinern und im Worst Case, wenn er Cash-Liquidität braucht, dann in den Dispo gehen oder auch irgendwie einen Kredit aufnehmen, weil das wesentlich kostengünstiger ist, entsprechend den Opportunitätskosten, weil die Inflation bei 7,3% bei zum Beispiel in Deutschland und in den USA fast 8%, Tendenz steigend. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten paar Monaten mal auch 10% oder mehr Inflation haben werden in bestimmten Ländern. Sehe ich tatsächlich eher als nicht real, also nie rational gesehen nicht so guten Ratschlag, den Notgroschen jetzt massiv zu vergrößern. Weil du musst dir überlegen, wenn du den Notgroschen um 10% erhöhst und die Inflation auch fast 10% ist, ist dein Notgroschen gar nicht höher geworden und deine Sparquote ist ins Nichts verpufft und das ist halt dann schon sehr heftig, finde ich. Ansonsten kann ich dir auf jeden Fall eine Nachrichten-Diät an die Seite legen. Ich weiß noch selber, wo ich meine kleine Mini-Krise ganz am Anfang hatte, wo es 15% nach unten ging, dass ich in jeder Mittagspause eigentlich irgendwie auf ARD-Börse-Webseite unterwegs war, um zu gucken, wie es gerade steht und so. Und das ist halt eben genau das, was es jetzt vielleicht zu vermeiden gilt. Und sich einfach mal so sagen gilt, okay, ich gucke nicht in mein Depot rein, ich gucke mir auch keine Wirtschaftsnachrichten an. Und je nachdem, wie es dir emotional damit geht, ist es auch vielleicht sinnvoll, sich nur einen Moment im Tag zu nehmen, wo du überhaupt Nachrichten schaust, mit eben diesen ganzen Nachrichten, die uns. Ja, oder Gold als Notgroschen, schreibt Friedrichschein. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man einen Teil seines Notgroschen in Gold reinpackt. Ja, kann man natürlich auch machen. Also, es ist natürlich insgesamt Nachrichtendiät. Also, ich bin jetzt auch nicht mega der Nachrichtentyp, der Nachrichten verfolgt. Finde ich eigentlich auch grundsätzlich ein guter Ansatz. Ins Depot, egal ob es jetzt sehr gut läuft oder
schlecht läuft. Also ich gucke eigentlich gleich viel ins Depot oder gleich wenig, je nachdem, wie man es gucken möchte. Ich gucke vor allem ins Depot, wenn ich irgendwas gekauft habe oder Dividenden nachtragen muss im Portfolio Performance. Aber ich gucke jetzt nicht sonderlich die ganze Zeit immer die ganze Zeit ins Depot, ja, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber ja, das ist halt natürlich jedem seine eigene Sache. Aus der Ukraine erreichen. Und noch ein paar Wörter nochmal, wenn du ein Neueinsteiger bzw. potenzieller Neueinsteiger bist. Die Krise, die kann jetzt noch eine Woche, einen Monat, ein Jahr, vielleicht sogar 5 Jahre gehen, bevor dann wieder wirklich nachhaltig sozusagen die Börsenkurse wieder nach oben gehen. Das ist absolut möglich. Aber gleichzeitig gibt es keinen schlechten Moment, um damit loszulegen, über 30 Jahre zu investieren. Und allermeistens ist eben 30 Jahre investiert sein besser als 28 Jahre. Und klar fühlt es sich schlecht an, wenn schlussendlich diese Krise tatsächlich 5 Jahre dauert, aber das weiß keiner, sie kann eben auch nur einen Monat dauern. Und wenn du dann auf der Reservebank sozusagen sitzen geblieben bist für 2 Jahre, stehst du am Ende halt wirklich mit weniger Kapital da. Insofern lass dir nicht den Einstieg schwer machen, den perfekten Einstieg, den perfekten Moment gibt es nicht. Und allermeistens ist der perfekte Moment gestern gewesen oder vor 5 Jahren. Deswegen einfach auch jetzt weiter dich damit auseinandersetzen und dich so organisieren, dass du loslegen kannst und dann eben auch loslegst. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und hoffe... Ja, also insgesamt natürlich Basics am Start. Definitiv, also so das Übliche. Also ich muss ehrlicherweise zugestehen, es ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt gerade neu anfängt, all diese Bedenken hat und manchmal denken wir uns auch, okay, hey, wieso haben diese ganzen Leute jetzt hier Bedenken, wenn sie jetzt gerade neu anfangen? Man muss sich wieder hineinversetzen können. Man hat, als man damals angefangen hat, hat man auch all diese Bedenken oder ähnliche Bedenken gehabt, ja. Es ist halt wirklich ganz ehrlich, man muss einfach wirklich, wie sie es sagt, einfach mal irgendwann loslegen. Und wenn man losgelegt hat, vor allem dann, wenn es dann vielleicht direkt 3 Jahre darauf folgend einfach nur noch den Bach hinuntergeht. Wer Aktien nicht hält, wenn sie runtergehen, wird sie auch nicht halten, wenn sie raufgehen. Das ist so ein Sprichwort und das hat sehr viel Wahrheit mit drin. Und ich sag's mal so, wenn man Aktien kauft und es tut gerade weh und aktuell ist es halt immer noch so, ich packe jeden Monat 5.000 da, 6.000 da, 10.000 da, 11.000 da, packe ich da jeden Monat rein und das Depot bewegt sich einfach nicht vom Fleck. Ich investiere Geld und in dem gleichen Monat mache ich mal wieder Verlust, mal wieder ein bisschen Plus, aber grundsätzlich, also ich bewege mich nicht vom Fleck, weil einfach mehr oder weniger der Aktienmarkt gegen meine Einzahlungen fließt, aber das bedeutet nichts anderes, als wenn ich in Zukunft, wenn es eine Rallye wieder gibt, ob das in einem Jahr, in 2 Jahren, in 10 Jahren, wann auch immer sein wird, profitiere ich von diesen günstigeren Einstiegskursen, die ich heutzutage über die letzten Monate und Jahre halt eben mitgenommen habe. Genauso war es bei der Corona-Krise auch und so wird es auch in den nächsten und auch in den folgenden und auch in den aktuellen Krisen immer wieder der Fall sein. Ja.